Hallo, ich bin die Hani. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und dann all meine Abonnenten und Zuschauer, die mich länger verfolgen. Schön, dass du hier eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich hier, oh Schreck, einmal von Schreck X-Revolution diesen Adventskalender. Es gibt schon ein paar Unboxings hier, ne? Die Chiquitas Place, die Nicole von Chiquitas Place hatten auch schon unboxed. Sie fand ihn nicht so toll. Ich muss sagen, ich fand ihn toll. Ich habe das Unboxing gesehen und dachte so, ich will den haben. So schön. Ich fand den mega, ne? Und ich dachte, ich muss den haben. Auch die Produkte, ne? Make-up und ein bisschen Tool und so. Das ist bloß ein 12-Tages-Adventskalender. Also entweder macht man den sich alle 2 Tage auf oder nach Weihnachten oder wie auch immer, ne? Das kann ja jeder selber wissen, gucken, wie er macht, genau. Sind nur 12 Tage, ne? Aber ich finde es nicht schlimm, das reicht vollkommen zu. Und zwar habe ich den bestellt bei Revolution Beauty, ne? Man muss sich das da auf Deutsch einstellen, die Seite. Wie gesagt, ich packe euch unten einen Link in die Infobox, wo ihr direkt auf den Kalender kommt. Den gibt es nämlich noch. Ich habe den für weniger ergattert, für, ich glaube, 38 Euro, weil ich habe da schon öfters was bestellt und da konnte ich nämlich ein paar Punkte nutzen, konnte die einlösen und es gab auch irgendwie Rabatt von 20 Euro, aber das ging erst, wenn man denn noch was dazu bestellen musste, weil mir 1 oder 2 Euro gefehlt haben. Und dann ging es auf einmal richtig runter, dass ich da einiges gespart habe und da habe ich mir hier diesen Pinsel dazu bestellt. Ich packe euch den mal raus. Ein Blender Brush von Revolution. Guckt mal, der sieht so mega schön aus, ne? Oh, ja, der gefällt mir richtig gut. Ja, so metallisch, ne? Dachte ich, den bestelle ich dazu. Genau, und dann ging es auf immer, dann konnte ich, ich habe, glaube ich, über 10 Euro oder so gespart. Ich weiß es nicht, Leute, ne? Ich habe aber auch ein Freunde-Werben-Freunde-Code. Ich bin mir aber jetzt nicht so sicher, ob der auch darauf funktioniert, auf den Kalender. Ich kann euch das auch nicht sagen. Ihr guckt einfach mal unten in der Infobox, was da so steht und probiert einfach, was so möglich ist, was ihr sparen könnt, wenn er euch auch gefallen sollte. Also mir gefällt der mega und ich feiere das Lebkuchenmännchen. Ich bin jetzt nicht so der Riesenschreck-Fan. Ich habe zwar schon mal gesehen, aber so richtig ja. Aber das Lebkuchenmännchen feiere ich. Ich finde einfach so, die Metalldose schön, ne? Das ist eine riesen Metalldose. Man könnte die safe auch für Kekse nehmen oder so, ne? Aber ich würde sie mir auch nochmal im Hintergrund irgendwie hinstellen. Schauen wir mal, ne? Über Weihnachten. Ich finde die wirklich schön. Ja. Und das ist noch einer, den habe ich schon ewig lange rumliegen hier bei mir, Leute. Bestimmt schon 2 Monate, aber ich heb mir immer alles so ein bisschen auf. Einen Kalender habe ich noch und zwar den Purelei Adventskalender. Ja, und dann schauen wir mal, ne, was noch so viel geht, halt nicht bei mir. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt in den 12-Tages-Adventskalender rein. Oh, so süß mit dem Lebkuchenmännchen, ne? Ist wirklich eine Blechdose, ich kann euch das sagen. Kriege ich das hier hingestellt, den Hintergrund? Ey, wow. So sieht's aus. Hier sind die Schachteln. Guck mal, die Schachteln sind auch mega schön. Also ich finde den richtig schön gemacht. Achso, ihr Lieben. Wenn euch das interessiert. Und noch andere Geschichten, die Hanni hier so treibt. Im Gesamtvideo siehst du bis zu 5 Infokarten durchlaufen. Kannst du mal kicken, was ich hier noch so treibe, ne? Und Unboxings holst, ab und zu mal holst, aufgebraucht und so weiter und so fort. Wie gesagt, einfach mal durchgucken. Würde ich mich freuen, wenn du dieses Kanälchen abonnierst, ne? Und Glöckchen anmachst, nicht vergessen. Genau, und wenn das halt nicht so funktioniert mit dem Glöckchen anmachen, dass euch YouTube informiert. Ich bin auch bei Instagram und da lasse ich immer sofort meine Zuschauer und Abonnenten wissen, sobald ich ein Video geladen habe. So, das Intro geht wieder so ewig mäßig lang, aber das ist hier bei mir völlig normal. Ich hoffe, das stört dich nicht. So, und hier haben wir schon mal die 1. Guck mal, also die Schachtel ist auch schön, ne, so metallisch und dann hat man so kleine Lebkuchenmännchen drauf. In der 1 befindet sich einmal ein, ich gehe mal von aus, ein Lipgloss, ne? Und guckt mal, da hat man auch, da sind auch die Figuren mit oben auf den Lipgloss, ne? Ich finde das so mega. Ich feiere das, das ist so schön. Und zwar ist das bloß eine kleine Größe, das ist einmal was
Fargrad Lipgloss, kann sie aussprechen, Leute. Farbbezeichnung haben wir jetzt hier nicht wirklich. Und das ist eine kleine Größe von 1,4 Milliliter. Ich weiß nicht, ob alles bei mir bleibt oder ob ich auch was verlose. Ich muss gucken, wenn ich hier irgendwie doppelt und dreifach was drin habe. Ich würde die Produkte auch swatchen, aber da gucken wir zum Schluss nochmal. Ne? Ich stelle euch das erstmal hier im Hintergrund hin. Das gefällt mir, das ist so richtig schick. Ich finde auch die Schachteln, die kann man denn vielleicht nochmal wiederverwenden. Kriege ich das hier noch zusammengebastelt? Ja, gut. Hier direkt gleich daneben haben wir die zwei und die sieht so aus. Ey, die Schachteln, die sind so toll. Ich finde das ja richtig. Also, ich weiß nicht, was ich mit den Schachteln wegschmeißen will. Ich die auch nicht. Mal gucken, wie ich das nächstes Jahr irgendwie. Dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr. Hier haben wir in der zwei einmal ein zum Verblenden, so ein Sponge, ne? Ein Make oder ein Make-up-Schwämmchen, sagen wir es mal so. In so einem schönen Lila. Ich finde, der ist schön weich. Genau, ne? Dann kann man schön so, puh, das stinkt, ne? Erstmal durchwaschen. Ja, so, ja, ein Sponge. Der 3, die ist riesengroß, aber sehr, sehr leicht. Ich finde den schön. Oh, ich schmeiße weg die Box. Guckt mal, hier haben wir ein Scrunch, ne? Für die Haare ein Haargummi. Ich finde den toll, der gefällt mir so gut. Mit dem Glitzer und mit dem, das ist so Weihnachtslook, ne? Schön über Weihnachten oder so, wenn man sich einen Zopf macht. Ich finde den cool. Also der gefällt mir richtig gut. Ne? Der ist so weiß, dann hat man hier so Paletten. Ich bin total aufgeregt, Leute. So, Paletten, ne? Oh, der gefällt mir. Ich finde den schön. Sagt, was ihr wollt. Ich mag's. In der 4 und da haben wir diesen süßen Esel oben, ne? Der ist lustig. Die Schachteln sind so mega. Also die Schachteln sind richtig schick und so groß. Da kriegt man ein bisschen was rein, ne? Oh, hier haben wir einmal ein Highlighter. Oh, der ist aber ganz schön dunkel. Also ich würde den, glaube ich, als Blushleiter nehmen, ne? Aber die Produkte und auch so in Gold verpackt, es ist halt alles aber in Plastik, ne? Und so sieht er aus. Da ist dieses Lebkuchenmännchen-Gesicht drin, ne? Was so böse guckt. Ja. 2 Gramm. In der 5 haben wir so in so einem goldenen Schächtelchen, ne? In der 5, in der 5, in der 5 befindet, der ist aber schön, ein Liquid Eyeshadow, ein schöner goldener, ne? Und da hat man hier auch die Lebkuchenmännchen oben. Oh, ich finde das so schön. Liquid Eyeshadow, ja, schön gold. Könnte man aber auch so ein bisschen, um Highlight zu setzen, kann man den auch nehmen, ne? Ich würde den jetzt nicht nur als Lidschatten nehmen. Und hier haben wir eine kleine Größe wieder von 1,5 Milliliter. In der 6, rein theoretisch wäre es ja Nikolausi, ne? Da haben wir dieses Lebkuchenmännchen hier oben. Oh, der ist ja schick, Leute. Hier haben wir wieder ein Lipgloss. Charming Lipgloss. Wieder bloß im 1,4 Milliliter. Wie der so schön glitzert. Oh, der bleibt auf jeden Fall, ne? Ich denke, dass ich den anderen weitergeben werde. Da hat man auch hier die Figur oben, ne? Den Prinz oder wer das da ist. Ja, oh, der ist aber wirklich schön, Leute. Oh, der gefällt mir. Ich glaube, mehr Lippenstifte bräuchten wir jetzt nicht, ne? Hier in der 7 haben wir. Oha. Einmal, das, ich gehe mal von aus, das ist ein Augenbrauengel. Genau, guck mal. Das sieht so grün aus. Wie Schreck, ne? Weil der Schreck, der ist ja grün. Und den haben wir hier halt oben, ne? Da ist der Kollege, genau. Ja, den teste ich natürlich dann auch mal aus. Der bleibt auch bei mir, ne? Ein Augenbrauengel. Und hier sind 3 Milliliter. In der 8. In der grünen Box. Der ist bald zu Ende. Also der macht mir Spaß. Der könnte von mir aus noch ein bisschen weitergehen. Aber der würde sich noch mehr wiederholen, ne? Wahrscheinlich. Hier haben wir. Oh Gott, Leute. Einmal ein Blush. Oha. Oha. Ein Blush. Ein lilaner Blush. Der ist so mega. Ich habe nicht so viele lilane Blushes da, ne? Guck mal, da hat man denn auch hier dieses. Männchen so, oh, das finde ich so schön mit dem Licht, ne? Wie das so, wow, finde ich cool, wie das so manchmal so geht, ne? 1,5 Gramm, das ist wirklich,
Uiuiuiui. Ein Matti 9 wieder in einer goldenen Schachtel. Das ist hier so fest drin alles, ne? Also, oh, jetzt habe ich die Box kaputt gemacht. Also ich muss sagen, die Boxen sind sehr stabil. Die macht man jetzt nicht so kaputt, ne? Allerdings ist das wirklich schwer. Guck mal, hier ist eine Schweinchennase abgebildet. Guck mal. In so einem rosan, was auch immer das ist. Es sieht doch wieder aus wie so... wieder ein Lippenstift. Ja, gut. Aber der ist so nudefarben, ne? Ein nudefarbener Lippenstift. Also der wird auch nicht bei mir bleiben. Den werde ich auch weitergeben, ne? Und hier hat man... 3 Gramm haben wir drin. Und ja, ne? Okay, aber ich finde das so süß mit der Schweinchennase hier so oben abgebildet. Schon das dritte Lippenprodukt. Naja, gut. In der 10 befindet sich nur noch 2 Türchen und ist halt zu Ende. Oh, was haben wir denn hier? In der 10. Oh, 2 Pinsel, Leute. Guckt mal. 2 Pinsel. Ja. Einmal ein, das ist für Lidschatten, ne? So ein Lidschattenpinsel. Ich hole mal raus, die bleiben eh bei mir, weil ich die cool finde. Könnte man auch schön zum Verreisen nehmen, weil das so eine kleine sind. Und dann hat man hier auch Figuren mit abgebildet, ne? Genau, und das ist halt so für einen Lidschatten, ne? Finde ich gut. Und hier und aus den hier könnte man denn als, ich denke mal so Highlighterpinsel oder so nehmen, ne? Ja, oder für Kontur oder keine Ahnung. Aber ich denke mehr so für Highlighter. Ja. In der 11. Schnapszahl vorletzte. Ach, das war ja echt. Ich finde das so cool. Ja, Spiegel, ne? Wir haben ja einfach mal so einen Taschenspiegel. Hier ist der Spiegel, ne? So. Und da ist hier hinten natürlich das Lebkuchenmännchen abgebildet, ne? Ich lieb's total. Also das muss einfach sein, Leute. Ja, ich mag's, ne? Ich habe zwar genug Taschenspiegel, aber den finde ich tatsächlich richtig cool. Ich mag das. Feier ich. Ja, und hier haben wir die 12, das letzte Türchen. Und dann steht hier oben Happy Holiday. Ich weiß schon, was drin ist. Ach, das ist so toll. Guck mal. Oh, schön. Da ist das Lebkuchenmännchen abgebildet. Und zwar ist das eine Lidschattenpalette, ne? Mit Spiegel, not my gumdrop buttons. Und das sind die Farben. Ja, ne? Kann man Alltagslook schminken, kann man halt auch Nude-Look schminken. Ja, ne? Da hat man auch das Lebkuchengesicht so mit drin. Ich mag das. Man kann damit schön Weihnachtslook dann halt auch schminken, ne? Und sind 0,8 Gramm ist das, ne? Es ist jetzt eine kleine Lidschattenpalette, aber es reicht so. Aber ich finde die Fändchen ganz schön klein. Jo, ihr Lieben. Das ist der Schreck-Adventskalender von Revolution. Oh, ich mag den. Es gibt ja auch von Willy Wonka. Hatte ich auch kurz überlegt, ne? Aber ich dachte, nee, jetzt hast du den, ne? Ich finde es toll. So, ich gucke mir noch mal an, was ich für euch swatchen werde, ne? Ich denke mal, fast alles, bis auf die Lippenstifte. Ich bin wieder da. Ich habe mich entschieden, ne? Die 3 Sachen, die hier hinten stehen, der Liquid Eyeshadow und die 2 Lippenstifte, werden weiter wandern. Alles andere bleibt bei mir. So, ich würde sagen, ich swatche jetzt mal was. Ich swatche jetzt den schönen roten Glitzer Lipgloss. Den gucken wir uns jetzt mal an. Hätte ich jetzt gedacht, da würde man ein bisschen mehr Glitzer sehen. Ja, okay. Aber der wird jetzt bei mir bleiben, ne? Doch, man sieht schon, es kommt drauf an, wie man das so ins Licht hält, ne? Man sieht schon ein bisschen, dass da... Schimmer oben ist. Naja, wie gesagt, ich werde ja auch ein Schminki davon abdrehen, ne? Wenn ihr wollt. Ihr wollt bestimmt, dass ich das mache, ne? Dass ich ein Schminki davon abdrehe. Doch, wenn ich hier so gucke, sieht man das Glitzer. Wie gesagt, es kommt drauf an, wie man es ins Licht hält. Dann gucken wir uns das Augenbrauengel an. Ja gut, ist das wirklich, es hat wirklich so einen Grünstich. Oh, seht ihr das? Also Augenbrauengel mit Grünstich sieht so ein bisschen schleimig aus. Ja, ich habe ja dunkle Augenbrauen. Ich denke mal, da wird man das dann nicht mehr so sehen, ne? Aber gut. Das fetzt aber irgendwie. Ich finde das total cool. Dann gucken wir uns den Blush an, den lilan, ne? Dann muss ich das Gesicht kaputt machen.
Alter Falter, guck mal. Das ist schon, damit hätte man jetzt schon so einen schönen Halloween-Look schminken können, ne? Das ist der Lilla Blush. Wenn wir den jetzt noch mal ein bisschen verblenden. Ja, ne? So sieht er denn halt aus. So. Dann gucken wir uns den Highlighter an. Na, der ist wirklich sehr, sehr dunkel. Wie gesagt, den würde ich fast als Blushlighter denn aber nutzen. Ein bisschen sauber machen. Nämlich die Jogginghose. So, oh, ah, hei, 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 hei. Das ist, also für einen Highlighter ist der ganz schön dunkel, ne? Ja gut, kann man sich ja schön verblenden, sag ich mal. Wie gesagt, als Blushlighter vielleicht auch. Aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen in dem Schminken, ne? Jetzt habe ich es ein bisschen verblendet. Ja, ne? Okay. So, habe ich schon gesagt, dass ich es mag. Dann gucken wir uns die Lidschattenpalette an. Oh, also das hier die obere, ne? Also ich finde den lila, den finde ich schön. Der sieht dann nämlich so aus. Das sieht der mega aus. Ja, mega schön. Gehe ich jetzt hier in die Reihe rein, ne? Oh, also, wow, ich finde, oh, der in der Mitte ist schön, guckt mal. Das wird ein Look werden, ich kann euch das sagen, ne? Oh, der goldene auch, ne? Und der hier, also der ist wirklich, wow. Und dann gehen wir jetzt hier in die untere rein. So. Und so, also die Schimmertöne, die sind ja wirklich der Hammer, ne? So, und das ist die unten, ja, das ist mehr hier so ein zum Verblenden oder für die Unterlage, denn auf den Augenbrauen, da sieht man jetzt nicht viel, aber die Schimmertöne sind richtig schön, ihr Lieben. Also Leute, ich werde davon mal ein Schminki abdrehen, ne? Ja, ich von dem Lyko Adventskalender. Werde ich euch auch ein Schminki abdrehen, ne? Das hatte ich ja gesagt gehabt. Kommt auch noch was, da gucken wir uns das an und dann gucken wir uns an, wie die Produkte denn performen, ne? Ja, ihr Lieben. Aufpassen, dass ich mich hier nicht beschleunze. Ne? Das war der Schreck X Revolution Adventskalender. Ihr könnt mal gerne mal eure Meinung in den Kommentaren schreiben. Ihr seht dann auch mal die Sachen, ne? Wie ihr den so findet. Und wie gesagt, vielleicht könnt ihr irgendwie meinen Code nutzen oder keine Ahnung. Ne? Ich packe euch einen Link unten in die Infobox. Freunde, Freunde, Werbefreunde, gut. Guckt einfach, was wirklich ist. Ne? Wenn er euch gefallen sollte und ihr sagt, jo, der gefällt mir auch. Ja, ich finde den mega. Mir gefällt er. Das ist voll mein Ding. Ne? Ja, ich stehe drauf. So, ihr Lieben. Und ansonsten, wenn ihr dieses Video gefallen hat, dürft ihr mir gerne ein Däumchen nach oben geben. Und Liebe da lassen, hier zum Schluss blende ich euch ein. Playlist von meinen Adventskalender-Unboxings siehst du hier. Hier siehst du meinen Kanal. Kannst du völlig kostenlos abonnieren, ne? Würde ich mich richtig drüber freuen. Hier unten siehst du Videovorschlag und den aktuellsten Upload. Und ich sage Tschüssi. Es war mir wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hanni.